Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Ja, wir sind im Präsidiumsunterhaus. Es lief schon nicht gut, bevor er in den Einsatz geschickt wurde. Und wenn ich vorgebe, mich über die Videos zu freuen. Das ist weder ihm noch dir selbst gegenüber fair. Gerade mitten in diesem Kriegswahn. Das hatten wir, glaube ich, schon. Und das bin ich. So, jetzt bleiben wir erstmal hier. Da will ich erstmal kurz schauen. Gibt es hier oben noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht, aber wir schauen trotzdem mal. Nee, da ist nichts. Und das sieht auch nicht aus, als ob was wäre. Okay, dann weiter. Dann verdienen Sie also an diesem Krieg? Soll das ein Witz sein? Elkers Combine verkauft Waffen, Panzerung und Bestattungen. Wer andere bewaffnen und beerdigen kann, muss selbst nie wieder zweiter Klasse fliegen. Ist das nicht sogar eine Redensart? Ich glaube nicht. Sollte es aber sein. Okay. Wie wär's mit einem Geschenk für die ganze Familie? Was ist mit... Eine der Universitäten schickt angeblich weitere Assistenzärzte, um uns mit den vielen neuen Flüchtlingen zu helfen. Ja klar. Wie lange versprechen Sie uns das schon? Naja, trotzdem haben wir noch mehr Glück als die anderen Krankenhäuser. Unser Budget wurde kaum gekürzt. Scheiße, erinnern Sie mich nicht daran. Bei meiner alten Stelle wurde die Nachtschicht der Notaufnahme halbiert, bevor ich weg bin. Oh ja, das kenne ich. Sie haben nicht so viele Patienten wie die Tagesschicht. Mir liegen Zahlen vor, die das beweisen. Der typische Verwaltungshengst, der keine Ahnung hat, was auf der Station los ist. Ja, okay, da ist nichts Neues. Habt ihr was? Nö, ihr habt auch nichts. Mit euch zwei ist auch nichts los, okay. Mit dem können wir nicht reden. Gibt's hier was Neues? Nö, gibt's auch nichts Neues. Hat der nicht irgendwie noch eine Quest gehabt, wo wir abgeben konnten, irgend sowas? Ja, das ja. Ach, haben wir die noch gar nicht geholt? Ah, okay. Das muss der gewesen sein. Ich dachte, das hätten wir schon. Und das hier? Ach, das ist... Okay, okay, okay. Ja, okay. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich hab's verpeilt gehabt. Ich dachte, das hätten wir schon gehabt. Aber das haben wir ja noch gar nicht. Ja, gut. Die haben auch nichts. Die haben nichts Neues. Aber jetzt... Sie sind zurück? Hatten Sie Glück? Ja, hatten wir. Hier, ich habe da einiges für Sie. Sehr gut, Commander. Gehen Sie zu General Oraka. Ich werde C-Sicherheit sehr glücklich machen. Das hört sich doch mal ziemlich gut an. Oh, genau. Und hier wollte man ja auch noch hin. Willkommen bei Sippertin Waffen. So, Sturmgewehr, was ist das genau? Professionelle Ausrüstung, naja, zu vernünftigen Preisen. Das ist Zipratin. Ah, Munitionskapazität. Alle Produkte von Zipratin-Waffen haben eine lebenslange Garantie auf Schussleistung. Einzelheiten finden Sie auf unserer... Nee, ich glaube nicht. Dass Sie bei Zipratin-Waffen eingekauft. Willkommen bei... Und hier? Munition. Zielfernrohr braucht man nicht. MP, Konzentration. Ne, braucht man nicht. Außerdem sieht das Ding lachhaft aus. Ne, brauchen wir auch nichts. Irgendwo war doch noch irgendetwas, was wir hier kaufen wollten. Aber ich weiß nicht, wo. Ja, vielleicht? Willkommen bei Nos Astra Sportartikel. Was ist das? Kopfschussschaden. Ne. Alle lizenzierten Jägerinnen erhalten auf Anfrage einen Profi-Rabatt. Auch nix. Was ist mit der? Entschuldigen Sie. Es tut mir leid, aber Sie müssen sich das anhören. O blaue Rose von Ilium. Wenn diese bescheidenen Worte dich erreichen, habe ich mich bereits zu meinen Ahnen gesellt. Nein. Nein, 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 nein. Mein Traum war, an deiner Seite zu weilen. Ein Unkraut neben deiner Schönheit, das dich in der warmen Sonne Tuchankas umrankt. Ach, Char. Aber auch wenn ich meine letzten Tage mit dem Krant verbringen muss, statt mit deiner Zärtlichkeit,
so werde ich mich dennoch an deinen Geruch und die sanfte Berührung deiner Blüten erinnern. Mögen meine zerschundenen Knochen eine Mauer rund um deinen Garten bilden, damit du und die Blume, die wir gemeinsam gepflanzt haben, in Sicherheit wachsen können, auf dass ihr stark werdet. Danke. Ich sollte... Ich muss gehen. Ja, tut mir echt leid, aber es war richtig von uns, das Dings ihr zu geben. Hallo, Joker. Ja, mit Edie kann man reden. Ist es an der Zeit, zur Normandie zurückzukehren? Ich erhalte mit zunehmender Häufigkeit unsittliche Anträge. Okay, da gibt's also auch noch nichts Neues. Willkommen bei Kassel. Was ist hier? Ah, ein Pistolenmagazin-Upgrade. Das wollten wir, glaube ich, holen. Weil wir da so wenig hatten. Ja, das holen wir. Geht an die tapferen Männer und Frauen der Allianz. Durchschlag. Sturmgewehr. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas wollte man, glaube ich, auch noch holen, oder? Ich weiß es aber nicht mehr. War es irgendwas mit Sturmgewehr? Alle Produkte sind herabgesetzt. Bei uns gibt es Kriegsrabatt. Ja gut, hol mal. Das holen wir uns auf jeden Fall auch noch. Und das auch. Jetzt mir aufschreiben sollen, was wir alles brauchen. Das Pistolenmagazin, das auf jeden Fall. Aber das andere weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wirklich. Oder war das Präzisionsgewehr? Ah, ich weiß es nicht mehr. Ich hole mir jetzt einfach mal ein paar Sachen. Kassa Fabrication Waffen hat die Erde nicht vergessen. Und sie sollten es auch nicht tun. So. Ja, da ist nichts. Aber dann können wir mit General Oraka reden. Ich lasse das Ding gerade nochmal kurz ablaufen hier. So, jetzt reden wir mal mit ihm. Es wird ihm sehr, sehr froh machen zu hören. Commander, mir hat gerade ein Schwarzmarkthändler gesagt, dass er erstklassige Waffen an C-Sicherheit spendet. Er wollte, dass Sie das wissen. Sie haben es geschafft. Und die Blue Suns können weitermachen. Wir konzentrieren uns auf die Citadel-Verteidigung. Das bringt Palavin nicht zurück, aber immerhin. Danke, Commander. Na, gerne doch. Sehr schön. Vorbild. Und jetzt müssen doch die Blue Suns... Ja, da ist es abgehakt. Finde ich gut. Das heißt, die Blue Suns sollten auch zu uns jetzt gehören. Ja, da haben wir es ja auch. Dings, die ist jetzt auch endlich drin. Die war ja die ganze Zeit nicht... Wurde nicht angezeigt. Was ist hier? Hey, ich kenne Sie. Shepard, richtig? Sie sollen die Reaper bekämpfen. Machen wir auch. Matriarchin Ethita. Sie waren auf Ilium. Wie kommen Sie hierher? Die Reaper machen so viel Krach, dass ich mehr Sicherheit für angeraten hielt. Das ist der Grund. Wohl kaum. Ich habe ein Video gesehen, wie sie Liara anstarren. Stimmt. Sicher, das ist wahr. Matriarchin Benesia war ihre Mutter und nun... Sie weiß es nicht, aber ich war ihr Vater. Sie waren also ihre andere Mutter, oder? Nein, ich habe sie nicht geboren. Wir sind uns nie begegnet. Tut mir leid. Bei den Menschen wären sie beide Mütter, egal wer sie geboren hat. Ich bin aber kein Mensch. Anthropozentrischer Penner. Nett. Ja. Ich finde, sie sollte mit ihr reden. Liara würde sie gerne treffen. Warum? Sie weiß nichts über mich. Benesia ist abgehauen, bevor die Kleine zur Welt kam. Außerdem ist sie nicht bei der Wohlfahrt, sondern eine der größten Infomaklerinnen der Galaxie. Mit fragwürdigen Verbindungen.
Wie ein Freund, der mal für Cerberus... Ich wollte bei Cerberus nur die Reaper bekämpfen. Und jetzt sind sie nicht mehr bei Ihnen. Sonst kämen sie höchstens bis auf ein Lichtjahr ran an Liara. Ist das eine Drohung? Ich bin keine Soldatin, aber in 1000 Jahren lernt man viele Tricks. Niemand bedroht mein Mädchen. Wenn man ihre Arbeit mit Benesia kombiniert... Die Matriarchen hätten sie töten lassen, wenn ich nicht zugesagt hätte, sie zu beobachten. Sie möchte sie bestimmt treffen. Ja. Warten wir es mal ab. Okay. Liaras Vater haben wir also kennengelernt. Ja, bin ich mal gespannt, ob die sich wirklich noch treffen. So, Liara, gibt's irgendetwas Neues? Die Bardame da drüben? Die Matriarchin, die mich für die Asari-Regierung beschattet? Sie ist ihr Vater. Ich weiß. Sie wissen? Ich bin eine gute Informationsmaklerin. Sie wollen nicht mit ihr über die Beschattung reden? Dann würden Sie mir wahrscheinlich jemanden schicken, der mir nicht so wohlgesonnen ist. Außerdem, jetzt ist nicht die Zeit für Familientreffen. Ich würde sagen, wir bringen es einfach mal dazu, dass er mit ihr redet. Liara. Na gut. Ich finde, das muss einfach sein. Vielleicht ist das auch die, Oh. Aktivposten freigeschaltet. Okay. Ich fand, das ist auch einfach... Vielleicht die letzte Möglichkeit. Okay, ich hoffe es nicht, aber es könnte die letzte Möglichkeit sein, wo man sich ausreden kann. Du kannst es den Matriarchen nicht verübeln, dass sie dich beobachten. Ich bin nicht meine Mutter. Du hast gedroht, jemanden mit Geisteskraft lebendig zu häuten. Ich musste erreichen, dass sie mich ernst nehmen. Ich hätte es nicht wirklich getan. Und du hast mein Büro auf Ilium verwanzt. Das wäre die logische Schlussfolgerung, oder? Okay, da mischen wir uns, glaube ich, nicht ein. Ja, ich frage mich, ob das jetzt hat Pluspunkte in den Kriegsaktivposten gegeben hat oder Minuspunkte. Aber ich fand es trotzdem richtig, das so zu machen. Naja, gut. Dann sind wir hier wohl auch fertig. Dann können wir... Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Da waren wir schon, da waren wir. Also Porgedy oder Wartebereich. Als für Sie von Interesse markierte Bereiche sind im Feind... Dann gehen wir zum Wartebereich erstmal. Ankunft in Andockbucht E24. Notunterkünfte für Zivilisten. So. Cutter. Garrus ist wieder da hinten. Kelly Chambers ist weiterhin hier. Ah, und Leutnant Cortez ist bei der Gedenktafel. Alles klar. Dann schauen wir doch gleich mal hier runter. Ah, da ist er auch schon. Sind Sie okay? Ich habe hier gestanden und dieses Ding gehalten. Ich weiß nicht, wie lang. Er bleibt immer ein Teil von mir. Niemand kann Ihnen Ihre Vergangenheit nehmen. Ich liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen. Versprich's mir, Steve. Leb wohl, Robert. Du gibst mir Kraft. Danke. Ich brauche noch ein paar Augenblicke allein. Alles klar. Dann lassen wir ihn mal allein. Gibt's hier was Neues? Nee, da gibt's nichts Neues. Was werden Sie tun, wenn wir hier rauskommen? Meine Frau suchen. Sie hat ihre Familie auf Omega besucht. Hoffentlich finden Sie sie. Ja, danke.
Und was werden Sie machen? Mich betrinken, bei der Allianz anheuern und nach der größten Waffe fragen, die ich tragen kann. Gut. Erledigen Sie ein paar Reaper für mich. Genau zwischen die Augen, mein Freund. Ja, das ist schön, dass die sich auf einmal gut verstehen. Und das ausgerechnet Batarianer und Menschen. Das finde ich echt cool. So, da hinten haben wir nichts mehr. Okay. Dann schauen wir noch schnell hier runter. Da ist ja wieder Garrus. Gibt's bei dir was Neues, Garrus? Oh, was ist mit dir? Hey, ich habe die Kontrolle über Eclipse übernommen. Und wir wollen mit Aria zusammenarbeiten. Gut so. Garrus, du hast gar nichts mehr, ne? Hier ist auch nichts. Oh, hallo. Ja, okay. So, didum, didum. Wo geht's noch rein? Hier geht's noch mal rein. Hier ist niemand. Gut, dass Sie kommen. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Wofür? Als ich Ihr Yearman war, habe ich Sie verraten. Obwohl ich es nicht wollte. Wovon reden Sie da, Kelly? Das frage ich mich auch. Ich habe dem Unbekannten Berichte über die emotionale Verfassung der Crew geschickt. Und alles, was ich über Sie wusste. Ich dachte, wir wären im selben Team. Und dass ich Ihnen helfen würde, Sie beschützen. Aber heute... Es ist in Ordnung. Nur keine Sorge. Sie waren für mich da. Und ich mochte es, wenn Sie ein Auge auf mich hatten. Und ich habe gern beobachtet. Danke. Das bedeutet mir sehr viel, Commander. Oh, nochmal zwei Vorbild. Sehr schön. Diese Flüchtlinge können nirgendwo hin. So, okay. Das müsste es jetzt auch gewesen sein, wahrscheinlich. Danke, Mensch. Ja. Willkommen. Der hat nichts Neues. Was sind das für eine Waffe? Treten Sie für Ihr Volk ein mit Batarian State Arms. Ja, ich glaube, die kaufe ich mal. Das sieht interessant Batarian aus. Batarian State Arms. Wir verteidigen die Hegemonie. Ja, okay. Das lassen wir mal. Badam, badam. Da haben wir auch nichts mehr. Alles klar, dann gehen wir ja noch zur Bar runter und dann war es das auf der Citadel. Ich wette, von allem, was ich kaufen wollte, habe ich die Hälfte vergessen. Oder noch mehr. Einen Moment, bitte. Aber was soll's. Was soll's. Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. Ich habe darüber nachgedacht, nochmal mit Commander Bailey zu reden. Wegen dem Kerl, der die Flüchtlinge ausnimmt. Wirklich? Was hat er gesagt? Naja, er ist sehr beschäftigt. Ich sagte, ich habe darüber nachgedacht. Nicht, dass ich es getan habe. Verdammt. Irgendwann werde ich dich erschießen. Glaube ich nicht. Ich bin der Einzige, der bereit ist, hier den ganzen Tag mit dir rumzustehen. Halt den Mund. Okay. Was ist das? Ah, das ist nur das Transit. Da ist noch jemand. Ich unterbreche nur ungern, aber ich habe diese Pläne gefunden. Sie sind ziemlich alt, aber vielleicht helfen sie ihnen ja weiter. Wow, sie sind wirklich alt, aber sehr gut. Wir könnten unsere aktuellen Systeme mit Sicherheit darauf umstellen. Danke. Sehr schön. Ich bin mit dem System-Upgrade fast fertig. Ja, ich weiß... Das wird der Hammer. Hey, könnten wir nicht einen Teil unseres Gewinns einer kroganischen Wohlfahrtsorganisation spenden? Die Tech ist zwar alt, aber eigentlich gehört sie doch Ihnen, oder? Ja, ich denke schon. So, welches waren das jetzt, Art? War das, das muss das Energieraster gewesen sein. Okay, damit ist das hier auch fertig. Klasse. Wieder eine Quest erledigt. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ah, und hier ist es wieder extrem laut. Jeder was zu trinken? Ja? Erhebt euer Glas!
So, und mit diesem Hört hören wir auch auf. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.